Herzlich willkommen, Markus Krösche bei Die Lage der Liga XXL und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Finaleinzug. Wie war denn die Morgen, Party danke. Noch bis 4 Uhr morgens? Ja, war ganz gut. Ich bin ein bisschen früher abgehauen und die anderen haben ein bisschen länger gemacht, aber war natürlich ein außergewöhnlicher Tag für uns und von daher war es natürlich auch die Party dementsprechend auch ausgelassen. Lassen Sie uns einmal meine These, die ich Ihnen bei Stimmt oder Stuss gleich mitnehmen. So ein bisschen doch Sorge, wenn das nächstes Jahr theoretisch in der Champions League der Fall ist, dass man vielleicht das Hauptziel Bundesliga ein bisschen aus den Augen verlieren kann. Die Doppelbelastung hat man ja in dieser Saison schon in der Tat gespürt. Europa immer top, in der Bundesliga auch manchmal flop. Ja, es ist sicherlich so, dass wir es in der Bundesliga nicht geschafft haben, immer dann auch an die Grenzen zu kommen und da dann auch die Bundesligaspiele erfolgreich zu bestreiten oder in der Anzahl zumindest zu bestreiten. Das ist sicherlich das, was diese Saison so ein bisschen das Problem war. Wir haben es in Europa immer wieder geschafft, auf Top-Level zu sein und in der Bundesliga leider nicht. Grundsätzlich hat das ein bisschen was mit der Herangehensweise der Gegner zu tun, aber das ist ja auch ein Prozess. Wir lernen da ja auch raus, die Jungs lernen auch daraus. Von daher würde es im nächsten Jahr, sollten wir den Europa League gewinnen und wieder den Champions League spielen, sicherlich auch ein weiterer Schritt sein, wo die Mannschaft auch sich weiterentwickeln wird und wir dann auch in der Bundesliga dann auch weiter konstant unsere Leistung bringen können. Herr Krösche, Sie sagten schon nach der Gruppenphase, dass der Finaleinzug dieses Jahr möglich sei. Mal ganz im Ernst, wann war dieser Turning Point, wo Sie wussten, diese Europa League-Saison, die ist was ganz Besonderes? Ja, ich glaube, dass generell, dass wir die gesamte Europa League-Saison war schon immer was Besonderes. Wir haben auch schon in der Gruppenphase eine sehr schwierige Gruppe gehabt mit Olympiakos Piräus, mit Antwerpen und Fenerbahce und haben da ja auch immer wieder dann auch in der 90. Minute, glaube ich, in Antwerpen in der 90. Minute und auch gegen Piräus in der 90. Minute dann die Spiele gewonnen. Und so richtig dann, als wir da einfach dann dran geglaubt, auch dass was Außergewöhnliches möglich ist, als wir dann auch gegen Betis gewonnen haben. Und ja, und die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben sehr gute Leistungen gebracht und von daher sind wir auch verdient jetzt im Finale. Man will nämlich immer über ungelegte Eier schon reden, bevor sie überhaupt aus der Henne rauskamen. Aber Herr Krösche, nehmen wir an, es gelingt tatsächlich und Sie holen den Pott nach Frankfurt. Das würde gleichbedeutend mit der Champions League-Qualifikation sein. Inwieweit für Sie als sportlicher Planer ändert sich dann eigentlich selbige die Planung? Denn ich gehe davon aus, A, mit der mehr Kohle, die man in der Champions League kriegt und B, auch möglicherweise mit der noch mehr nötigeren Qualität, die man braucht. Haben Sie ein bisschen was zu tun, oder? Ja, aber wir werden unsere Transferstrategie nicht verändern. Also wir geben natürlich jetzt alles, dass wir die Europa League gewinnen. Und selbst wenn wir die Europa League gewinnen, werden wir nicht komplett die Strategie verändern. Also es geht darum, dass wir wollen eine gewisse Art und Weise Fußball spielen. Wir wollen auch noch gewisse Fähigkeiten. Das ändert sich nicht mit dem Wettbewerb, in dem wir spielen. Von daher wird sich da jetzt nicht Großartiges verändern. Gleichzeitig muss man aber auch ehrlicherweise sagen, sollten wir die Europa League gewinnen, dann ist es natürlich trotzdem ein Meilenstein für uns, was die zukünftige Ausrichtung angeht. Und von daher werden wir natürlich alles dafür tun, dieses Finale zu gewinnen. Aber wir werden unsere Strategie nicht verändern. Sie haben gerade den Meilenstein angesprochen. Ich finde das wahnsinnig spannend. Haben Sie jetzt schon den Eindruck, wenn Sie in Gesprächen mit Spielern sind, dass, also mit möglichen Neuverpflichtungen, dass diese Saison in Europa jetzt schon hilft, um Spieler zu holen? Ich erinnere an Erling Haaland zum Beispiel in Dortmund. Der ist am Ende des Tages auch von Dortmund deswegen überzeugt worden, weil er vor dieser Südtribüne stand. Selbiges wird Ihnen doch jetzt in Gesprächen auch so gehen, dass gerade bei internationalen Verpflichtungen Frankfurt vorher noch nicht so im Fokus war und auf einmal Ilkay Gündogan hat weltweit Frankfurt gelobt für seine Auftritte. Das hilft Ihnen doch tatsächlich bei Gesprächen mit Spielern und Beratern, oder nicht? Ja, generell hilft uns das als Club einfach. Ich glaube, dass wir nicht nur mit unserer sportlichen Art und Weise für Furore sorgen, sondern auch dem, wie wir auftreten, wie unsere Fans auftreten, wie der ganze Club auftritt. Das ist für uns als Club natürlich ein riesen Mehrwert. Und der Fokus ist voll auf Eintracht Frankfurt durch die sportlichen Erfolge und aber auch durch das, wie die Fans und der Club sich präsentiert. Und das hilft natürlich uns als Club in allen Bereichen, aber natürlich auch, was Spieler generell angeht, nicht nur die potenzielle Neuzugänge, sondern auch die Jungs, die wir bei uns im Kader haben. Herr Krösche, welche Wunschspieler machen es denn davon abhängig, die Sie gerne holen würden, ob Frankfurt sich für die Champions League qualifiziert oder nicht? Wie gesagt, also das sind so Themen, das kann ich natürlich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Weil erstmal müssen wir sehen, den letzten Schritt gehen. Wir müssen sehen, dass wir jetzt in der Bundesliga erstmal heute gegen Gladbach das Spiel gewinnen. Dann haben wir noch ein Spiel gegen Mainz, was wir gewinnen wollen.
Und dann dreht sich es um Finale und dann wollen wir das Finale gewinnen. Und alle anderen Sachen wird man dann sehen. Nochmal Finale. Ein Verein ist Ihnen ja aus dem Weg gegangen, auch Ihnen persönlich. Sie haben eine ja durchaus Verbindung zu RB Leipzig. Wie gern hätten Sie das deutsche Duell gehabt und wie sehr freuen Sie sich jetzt auf Glasgow? Und sind Sie überrascht, dass RB diesen Meilenstein nicht auch noch gegangen ist und gegen die Rangers rausgeflogen ist? Ja, Glasgow ist natürlich eine super Mannschaft. Das muss man ja auch sagen. Aber natürlich, wir hätten uns, glaube ich, alle gewünscht, in Deutschland ein deutsches Duell zu haben. Aber ist halt nicht so. Glasgow hat, wie gesagt, Leipzig geschlagen. Und wie gesagt, es wird ein schwieriger Gegner. Es wird natürlich ein super Finale. Zwei Traditionsclubs und unheimlich gute Stimmung. Und wie gesagt, Glasgow ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir müssen sehr gut vorbereitet sein. Aber natürlich freuen wir uns auf das Finale. Der Titel in der Europa League ist gleichbedeutend mit der Champions League-Qualifikation. Das hat Carly auch schon mehrfach angesprochen. Ist auch gleichbedeutend mit mehr Einnahmen für Eintracht Frankfurt. Haben Ihre Spieler bei Ihnen im Büro schon angeklopft und nach einer Prämie gefragt? Naja, wir haben die Dinge schon vor dem Start der Europa League geklärt. Von daher muss da keiner mehr klopfen. Oh, dann nehmen Sie uns mal mit. Da will ich jetzt wissen, wie läuft das denn ab? Also mal ganz im Ernst. Also eine Prämie für die Bundesliga, wenn man das internationale Geschäft erreicht. Aber eine Prämie für einen internationalen Titel, das wurde in Frankfurt tatsächlich vorher schon verhandelt. Als die Mannschaftsprämie stand bereits fest. Ja, wir planen Dinge. Und wir gehen da professionell ran und haben von vornherein alles geklärt, bevor die Europa-League-Saison gestartet ist. Und von daher sind wir auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Und jetzt sind wir im Finale. Jetzt gehen wir alles, um den Titel zu holen. Wir haben zwei Gesichter diese Saison der Eintracht gesehen. In der Bundesliga weniger erfolgreich, in K.O.-Spielen super erfolgreich. Scheint so, als würden die der Eintracht stehen. Wären Sie also ein Befürworter des Playoff-Systems in der Bundesliga? Denn das würde ja heißen, Frankfurt wäre da ebenfalls sehr erfolgreich. Der Meisterkandidat, wenn wir ganz ehrlich sind. Also ich meine, wer so viele K.O.-Spiele gewinnt, der würde dann ja automatisch deutscher Meister werden. K.O.-Spiele sind super in europäischen Wettbewerben, ja, aber in der Bundesliga nicht. Die Bundesliga ist so gut, wie sie jetzt ist. Es ist auch ein super Wettbewerb. Natürlich können wir K.O.-Spiele, aber diese K.O.-Spiele lieber in der Europa League oder Champions League. Lassen Sie uns einmal tatsächlich über die Bundesliga reden der neuen Saison. Schalke ist gestern aufgestiegen. Ich kann mir vorstellen, irgendwie freut das auch doch Sie sicherlich als Konkurrent, aber so einen großen wieder dabei zu haben. Der HSV steht auf einmal auf Platz 2. Man kann das gar nicht glauben, und Werder Bremen auch noch oben mit dabei. Wenn diese drei Clubs zurückkommen, ist da erstmal die Freude da, dass drei so große Traditionsvereine zurückkommen? Oder denkt man sich da auch so, das ist aber dann möglicherweise auch wirklich ein etwas härterer Brocken künftig, 34 Spieltage? Nein, natürlich freut mich das für die Vereine, weil sie natürlich, wie gesagt, große Traditionsclubs sind. Der HSV ist jetzt schon länger in der zweiten Liga und Schalke und Bremen sind ja im letzten Jahr abgestiegen, und sind natürlich immer eine Bereicherung für die Bundesliga. Von daher freut man sich eher. Herr Krösche, die Eintracht hat international Sympathiepunkte gesammelt diese Saison, aber vor allem haben das die Fans der Eintracht. Wir haben die Fans in Barcelona gesehen, wir haben dann die Fans in London gesehen. Jetzt bleibt die Frage, wie viele Eintracht-Fans werden wir in Sevilla erleben? Ja, ich denke, es werden mehr sein, als es in Barcelona waren, denke ich. Ich meine, unsere Fans sind echt unglaublich und auch, wie gesagt, in Barcelona, in Nou Camp mit 30.000 Fans von Eintracht Frankfurt zu sein, da musst du schon kreativ sein und unheimlich viel investieren, um dann da auch dabei sein zu können. Und von daher gehe ich davon aus, dass noch mehr Fans in Sevilla uns unterstützen. Merken Sie, dass der gesamte Verein, seine Fans, die Spieler und vor allem alle Anhänger, die zu Eintracht Frankfurt gehören, international an Imagepunkten gewinnen konnten diese Saison? Ja klar, ich glaube, das ist alleine, wie gesagt, wenn man das Barcelona-Spiel nimmt, wie viele Reaktionen danach weltweit waren, was unsere Fans gleichsam wie die auch von anderen Clubs, von anderen Fans oder Fans von anderen Clubs, die gefeiert haben, und man wird ja immer mit konfrontiert, da haben sie Außergewöhnliches geleistet, und diese Fans sind außergewöhnlich. Nehmen Sie uns aber mit in die Vorbereitung so eines Finals. Das wird ja schon ein anderes sein, als wenn man jetzt im Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale spielt. Da sind ja die Regularien schon einigermaßen klar vorher. Aber so ein Finale, das ist ja auch für Sie
als Mitplaner. Sehr, sehr ungewöhnlich. Ab wann beginnt das? Ab wann meldet sich die UEFA und sagt, Moment, ihr seid jetzt Finalteilnehmer und für euch gelten jetzt die und die Regeln, die und die Abläufe, das und das. Das ist doch viel größerer Zirkus als bei allen anderen Spielen, oder nicht? Ja, es ist natürlich anders, weil, wie gesagt, es ist ja ein neutraler Ort und somit sind natürlich deutlich mehr Themen zu beachten. Und praktisch an dem Freitag, nachdem es feststand, dass wir im Finale sind, es beginnt natürlich dann der Austausch mit der UEFA und all den ganzen anderen organisatorischen Themen. Ist ja dann, ich sag jetzt mal, für Glasgow auch wieder Themen und da muss man sich abstimmen. Und das ist schon ein großer organisatorischer Aufwand, aber den nehmen wir natürlich gerne an. Ein Spieler ganz besonders sich in Fokus gespielt, der steht ganz hinten drin bei Ihnen, Uli Stein. Die Eintracht-Legende hat ihn, Kevin Trapp, als die wahre Nummer 1 in Deutschland bezeichnet. Hat ihm gesagt, er ist besser als Manuel Neuer. Können Sie das auch unterschreiben? Und hat sich Kevin Trapp definitiv sein WM-Ticket eindeutig gesichert durch diese international so tolle Saison von Eintracht? Ja, er hat ja nicht nur international überragend gehalten, sondern auch in der Bundesliga. Kevin ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns, der dieses Jahr wieder eine herausragende Saison spielt, der als Typ extrem wichtig ist für uns, der mehrere Sprachen spricht, die Jungs da auch in der Kabine führt und auf dem Platz ist der sowieso unantastbar. Von daher, freut mich sehr für ihn und für mich ist er momentan der beste deutsche Torwart. Kevin Trapp erklärte, dass dieser Finaleinzug das schönste Erlebnis in seiner Karriere sei. Gilt das für Sie persönlich auch? Ja, klar. Ich meine, das ist im Europa League-Finale zu sein, ist außergewöhnlich. Und generell diese Reise, die wir jetzt gemacht haben in der Europa League, war außergewöhnlich. Speziell jetzt die letzten Spiele, wo wieder alle Zuschauer dabei sein konnten. Ja, das sind schon Erlebnisse, die du nicht vergisst. Kevin Trapp hat ja auch ganz gute Verbindungen nach Paris, da kennt man den großen Zirkus. Haben Sie ihn schon mal gefragt, ob er nicht seine Kontakte spielen lassen kann, dass der ein oder andere Spieler von PSG so richtig glücklich, Messi zum Beispiel, ist ja gar nicht so glücklich in Paris, das wäre doch cool, den in Frankfurt mal zu sehen, Herr Krösche. Nee, wir sind froh mit unserer Mannschaft, die wir haben und Messi kann in Paris spielen, aber für uns, wir sind glücklich mit der Mannschaft, die wir haben. Abschließende Frage, Herr Krösche. Glasgow Rangers, die sind ebenfalls ein Traditionsverein, also Tradition trifft auf Tradition. Wie bereiten Sie sich auf diesen Gegner vor? Was konnten Sie schon analysieren? Ganz normal, wie wir es auch mit den anderen Gegnern auch gemacht haben. Ne? Das Trainerteam beschäftigt sich dann inhaltlich mit den Themen und wird das ganz normal machen. Wir werden jetzt auch nichts Besonderes machen. Wir haben, wie gesagt, jetzt viele Europa-League-Spiele diese Saison gemacht. Das Trainerteam hat die Mannschaft immer herausragend auf die Gegner vorbereitet und das werden sie wieder tun, aber da werden wir nichts Spezielles machen. Herr Krösche, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank und ich glaube, das gilt für Gesamtfußball Deutschland, denn das muss man auch, darf man nicht vergessen, dieser Wettbewerb war nicht immer der Wettbewerb der deutschen Clubs, das wurde auch oft gerne mal abgeschenkt. Eintracht Frankfurt hat eindeutig bewiesen, wie geil es ist, in der Europa League ganz weit zu kommen. Wir drücken Ihnen die Daumen und wir hätten nichts dagegen, wenn Sie den Pott jetzt auch endgültig nach Hesse holen. Vielen lieben Dank. Besten Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao.